Ja, so sind Frauen immer, ne? Gerade wenn man auch mal essen geht. Ja, ich hab keinen Hunger. Die Pommes esse ich jetzt nie, ne? Also keinen Hunger. Bestellt man sich Pommes? Ach, ich hab jetzt noch ein bisschen. Ah, gib mir mal das. Oh, gib mir mal noch mehr Pommes. Jo, meine Freunde, Sonne, ich sollte doch mal wieder auf Red and Blue reagieren. Das machen wir doch, die Schatzsuche. Wenn ihr wollt, dass ich auf alle Folgen reagiere, schreibt das doch bitte in die Kommentare. Das würde mich freuen. Es würde mein Herz erwärmen. Und da könnte ich besser einschlafen. Alter, beeil dich! Was brauchst du denn so lange? Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Du hast was? Ernsthaft, was hast du gegessen? Du solltest mal fragen, was ich nicht gegessen habe. Mal sehen. Einen großen Burrito, einen Tiki-Salat. Er sieht so geil aus, wenn das der Stiel so durch den Kopf geht. Oh Gott, ich bin voller Klowasser. Wow, das habe ich aber nicht gegessen. Oh, Kaka und Pipi-Wasser. Ein Schatz. Hoch, runter, links, rechts. Aus dem Weg, Alter. Es kommt. Oh. Boah, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das versuche ich jetzt bei meiner Toilette auch, ne? Man weiß ja nie, was hinter der Toilette so alles ist, ne? Da habe ich schon so einiges rausgeholt. Zwar kein Schatz, aber anderes Zeug, was da nicht hingehört, ne? Nein, 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 nein. Wo soll ich denn jetzt reinkacken? Einfach ins Waschbecken, mache ich auch immer. Wie jetzt? Das machst du immer? Oh. Pass auf, der Boden ist heiß. Und mit der Zahnbürste ist der nicht, du Schwachkopf. Oh, genau in den Nippel. Na, das nenne ich doch mal eine Booby Trap. Au! Weil das ist ja jetzt auch irgendwie fake, ne? Die zwei haben doch gar keine Nippel. Hier. Wir müssen ja hier ein bisschen politisch korrekt bleiben. Wo sind denn die Nippel? Das will ich jetzt mal ganz genau wissen. Das war knapp. Oh. Red, was hast du getan? Gar nichts, ich hab's nur angefasst. Man fasst doch keine Fallen an. Wie behämmert bist du eigentlich? Das ist ein Rechtschreibrätsel. Wir werden sterben. Immer zur Seite, du Analphabet. Sag mal, willst du mich verarschen? Die Antwort war kacke. Jetzt muss ich wieder dran denken und ich muss mehr als zuvor. Eingebrochen! Nicht wirklich auf mich geschossen, oder? Okay, wir haben den Schatz. Können wir jetzt bitte wieder gehen? Nein, das ist der Schatz, um den richtigen Schatz zu bekommen. Was? Ja, also fühle ich mich auch immer, ne? Wenn meine Freundin an meinen. Es ist halt immer so geil, ne? Wenn man Sachen kauft für einen selber, aber die Sachen einfach verschwinden und leer sind. Ne, weil, ne, Sachen verschwinden auch einfach, ne, das Thema hatte ich jetzt auch schon öfters mit meiner Freundin hier, von wegen, Schokolade, ich habe mir ein Schokoladenglas geholt, ist leer geworden, einfach so, ne, also, und so einen Kampf haben wir auch immer, die steht dann immer da, ne, dann erwische ich die auch und so, buga, 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 ne, und dann denke ich mal, alles klar, jo, bleib locker, Mann, bleib entspannt, hier, nimm meine Schokolade, ich kaufe mir einfach neue Schokolade. Ja, so sind Frauen immer, ne? Gerade wenn man auch mal essen geht. Ja, ich hab keinen Hunger. Die Pommes esse ich jetzt nie, ne? Also keinen Hunger. Bestellt man sich Pommes? Ach, ich hab jetzt noch ein bisschen. Ah, gib mir mal das. Oh, gib mir mal noch mehr Pommes. Ganz crazy, die Welt. Wie soll man diese Scheiße denn benutzen? Komm schon! Die Katze. Der Schatz! Oh! Heiße Tamales. Was ist das? Pornos. Wenn das Toilettenpapier ist. Deine Pornos zu verstecken? Schon mal vom Internet gehört? Zäh, die haben nicht das gute Zeug. Oh ja. Ist das ein Schaf? Ich würde mal ein bisschen, ne, Diät machen. Oh, Gott sei Dank. Oh. Alter, ich kann nicht, wenn du mir dabei zusiehst. Ach, komm schon, Mann, ich explodier gleich. Du hast recht, entschuldige. Fröhliches Kacken. Oh, danke vielmals. Alter. Oh, scheiße, ey. Was gucke ich mir manchmal an, ey. Ja, so habe ich meine Hefte auch versteckt. Ne? Wir haben heutzutage nur Hefte. Also, es geht doch alles hier digital. Wir leben in der Digitalisierung, wir leben in einer Welt, wo sich immer mehr ins Digitale abschweift. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und da habe ich doch nicht so einen Scheiß zu Hause liegen. Das kann doch immer, weiß nicht, kommt Eltern rein. Ja, was hast du denn hier schon wieder? Den Playboy. Ach so, wieso klebt denn der Playboy schon wieder? Bitte,
Ne? Naja, gut. Ist Kleber ausgelaufen, ne? Passiert mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Das Original ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.